Herzlich willkommen, liebe Jungfrau, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum zwischen den 21. März und den 31. März. Das ist die erste Dekade Widder und wir verlassen jetzt so die Wasserenergie vom Fischen und kommen in die Feuerenergie vom Widder. Das beeinflusst uns alle unterschiedlich stark und so möchte ich mir anschauen, wie die Energien so bei dir liegen. Liebe Jungfrau, ja, eine Karte für dich. Ja, die kommt. Ach, interessant, ja. Der Eremit, diese Karte wird auch deinen Sternzeichen zugeschrieben. Es ist eine sehr tiefgründige, ernsthafte, durchdachte Karte, ne? Es könnte sein, dass du dich in dieser Zeit so ein bisschen mehr auf dich besinnst, in dieser ersten Dekade. Mehr als sonst in dich gehen möchtest oder auch kannst, ne, dass du da auch den Raum dafür hast. Und du möchtest dich zurückziehen, um ernsthaft über etwas nachzudenken und etwas so gründlich zu durchdenken. Ja, interessant. Ja, ich finde auch diesen Übergang von Fische zu Widder so grundsätzlich auch besonders spannend, weil es ist ja eigentlich auch der Frühlingsanfang und der Widder ist das erste Tierkreiszeichen, also Zeichen im Tierkreis und somit beginnt für uns alle etwas ganz Neues, ne? Eigentlich könnte man davon sprechen, dass jetzt eigentlich der eigentliche Jahresanfang ist. Und ich habe den Eindruck, ja, du nimmst diesen Anfang besonders ernst, ne? Dass du das wirklich so gründlich durchdenkst, was du eigentlich jetzt so in Zukunft machen möchtest. Oder auch so grundsätzlich, was das Leben eigentlich bedeutet. Und dass du darüber konsolidierst, wo du gerade stehst, du und deine Beziehung oder deine Familie, der Job. Schauen wir mal weiter. Ja, wir haben hier den Oktopus, die Prophetin und den Tiger. Ja, ich hatte ja hier beim Eremit schon gemeint, dass es auch um deine Pläne für die Zukunft geht, was eigentlich gar nicht, also das war tatsächlich eher so intuitiv. Das ist gar nicht so typisch für den Eremiten, an die Zukunft zu denken, aber durch die Prophetin. Habe ich jetzt schon stark den Eindruck, es geht dir um deine Zukunftsplanung. Ja, dass du jetzt irgendwie, ich habe den Eindruck, dass du jetzt so ein bisschen so den Schnitt machst und auf das Vergangen Erreichte guckst und das ein wenig auswertest. Und du schaust, ja, was gut gelaufen ist und was nicht gut gelaufen ist. Und denkst gründlich darüber nach. Und es gibt so ein paar Dinge, wo du eine flexible Lösung suchen möchtest, wo du auch, es gibt ein paar Themen in deinem Leben, wo du auch Transformationen erfahren möchtest, in den Lebensbereichen wünschst du dir Veränderung und dir ist klar, dass du für diese Veränderung auch dich selbst anpassen musst.
Und du fragst dich halt, wie du das am besten erreichen kannst, wie du dich der Situation am besten anpassen kannst, so dass es dann für dich am letztendlich sich zum Vorteil auswirkt. Ja, und die Methode dafür ist einfach tatsächlich ein bisschen weiter in die Zukunft zu blicken und zu schauen, wie die Dinge so sich weiterentwickeln könnten, wie so welche Prognosen du stellen wirst und was du so vermutest, was passieren kann. Und ich kann, ja, ich glaube, du hast in dieser Zeit auch eine starke Intuition, dass du auch zu vielen Dingen doch instinktiv irgendwie weißt, woran du arbeiten kannst und wo es sich lohnt, seine Energie reinzusetzen und an welchen Stellen es sich dann eher nicht lohnt. Ich kann dir sagen, wenn du diese Bilanz gezogen hast, wenn du alles ausgewertet hast und gründlich über die Sache nachgedacht hast, dass du dann ein vollständiges Bild hast und du so richtig in deine Energie kommen wirst zum Ende der Dekade. Ja, dass du dann auch genau weißt, ab einem gewissen Zeitpunkt, was zu tun ist und dann zielstrebig darauf zugehen kannst. Zum Ende der Dekade ist es auf jeden Fall, ja, empfehlenswert, an seine eigene Kraft zu glauben, ne? Also, dass man die Möglichkeit hat, vieles in sein Leben zu gestalten, denn das sehe ich hier schon, dass du da sehr viel Kraft aufbaust. Am Anfang der Dekade solltest du dir genug Zeit für dich selbst nehmen. Ja, in dieser Dekade haben wir eine besondere Zeit, weil wir haben keinen Vollmond oder Neumond in dieser Zeit. Wir haben durchweg abnehmenden Mond. Und bei abnehmendem Mond ist es halt wichtig, Ordnung zu schaffen, ne? Und das besonders im geistigen Sinne. Und da kann man halt die Ordnung, die man schafft während des abnehmenden Monds, hat halt etwas Stabilisierendes, etwas Langfristiges, etwas Andauerndes, ne? Ja, so gesehen setzt du deine Ressourcen ganz positiv ein. Ja, schauen wir mal weiter, mit welchen Herausforderungen du es in dieser Dekade zu tun hast. Ach, das ist sehr, sehr interessant. Ja, also zwei unterschiedliche Energien. Und trotzdem sind die sehr ähnlich, weil sie beide eine gewisse Vollständigkeit widerspiegeln. Ich habe den Eindruck, ja, dass du am Ende eines Zyklus stehst. Klar, das ist halt diese Fische-Wasser-Energie, ne? Du spürst es schon deutlich, dass ja, dieser Neuanfang, das merkst du deutlich, dass etwas zu Ende geht und etwas Neues anfängt. Und das verschafft dir einen vollständigen Blick über die Vergangenheit, sodass du halt auch die Vergangenheit anders bewerten kannst. Das ist halt auch dieser Eremit, diese Bilanz ziehen, diese Einsicht, die damit einhergeht. Du siehst auch ein, welche Dinge gut laufen, welche nicht gut laufen, und dir wird dadurch auch klarer,
dass es einige Bereiche in deinem Leben gibt, die so nicht mehr weiterlaufen können, die du ändern musst. Es könnte auch ein sehr starker Impuls bei dir sein, gewisse Dinge zu beenden, gewisse Pflichten abzulegen. Bei Pflichten könnte das gut sein, dass du gewisse Sachen ja nicht mehr erfüllen möchtest. Könnte sich aber auch auf andere Lebensbereiche beziehen. Das ist wirklich sehr individuell, wie sich das dann bei euch im Einzelnen äußert. Für manche von euch ist es auch ein Ende einer Beziehung, dass ihr jetzt einleiten möchtet. Für manche kann das auch sich auf Kleinigkeiten beziehen. Ich denke da wirklich an so Pflichten, die man so erfüllt, dass man vielleicht einzelne Aufgabenbereiche in eurem Job, dass ihr das nicht mehr so machen wollt und euch lieber auf etwas anderes konzentrieren möchtet. Aber für manche kann das halt auch der Entschluss, einen Job nicht mehr zu machen, auch bedeuten, ne? Also das ist wirklich vielfältig, aber mit irgendwas wollt ihr auch aktiv enden und ihr habt jetzt wirklich die Einsicht darüber, dass das notwendig ist. Die bekommt ihr jetzt in dieser Zeit. Andere Dinge in euren Leben sind aber auch sehr erfüllend. Und das wird euch genauso klar, ne? Weil es könnte auch sein, ja, ich habe hier vom Ende einer Beziehung gesprochen und hier ist eigentlich eher das Gegenteil, die Vertiefung einer Beziehung. Also es sind doch zwei unterschiedliche Energien, aber man legt seinen Fokus. Ich glaube, ich habe das Gefühl, ihr legt euren Fokus jetzt mehr auf die Dinge, die euch wirklich viel bedeuten. Und verlasst euren Fokus bei den Sachen, die euch über längere Zeit belastet haben. Ja, beim Universum fühlt man sich eigentlich sehr erfüllt, tief im Inneren und ja, genau am richtigen Ort fühlt man sich da. Es findet auch, ja, wenn es hier um Beziehungsthemen geht, ja, regelrecht eine Verschmelzung mit den Partnern statt, ne? Dass man wirklich eine sehr innige, tiefe Harmonie aufbaut und empfindet. Vielleicht auch ein Aufgabenbereich, ne? Der euch zutiefst erfüllt. Ja, es wird wichtig sein, in dieser Dekade da ganz genau das auszusortieren, ne? Was euch erfüllt und was euch nicht mehr erfüllt. Ordnung schaffen und gründlich nachdenken und sich auf das Zukünftige vorbereiten. In der Vergangenheit. Ja, hier gab es faire Absprachen, vielleicht auch einen Vertragsabschluss, vielleicht auch eine freundschaftliche, faire Abmachung, eine gute Kommunikation und ein friedlicher Zustand auch in euch selbst. Mit diesen Themen, die ihr jetzt zum Abschluss bringt, das habt ihr schon im Vorfeld herausgefunden. Und zwar dadurch, dass ihr auch euch etwas zurückgenommen habt und auch ja einfach so ein bisschen zur inneren Ruhe gekommen seid. Vielleicht hattet ihr irgendwann vorher noch eine stressige Phase und die hattet ihr schon vorher befriedet, irgendwie seid da vorher in Einklang mitgegangen und habt innere, mentale Stärke aufgebaut. Das kommt euch jetzt zugute. Auch bei Beziehungsproblemen könnte es sein, dass ihr eigentlich schon vorher die Probleme gelöst hattet
für diejenigen, die mit einer Beziehung beenden, ihr habt eigentlich schon Frieden geschlossen und dann merkt ihr, habt ihr vielleicht doch gemerkt, ach, aber es macht mich trotzdem nicht glücklich, auch wenn wir diese Probleme jetzt überwunden haben. Das gleiche gilt für den Job. Ihr habt da eure Life-Work-Balance gefunden, aber trotzdem merkt ihr, okay, aber trotzdem kann ich nicht so weitermachen. Und jetzt kommt der Entschluss, da auch tatkräftig etwas zu ändern. Aber es ist halt keine kopflose Entscheidung, ne? Es ist nicht irgendwie... Ihr seht einfach klar die Notwendigkeit. Ja, das ist schön, weil diese Karte sagt mir, dass euch auch klar ist, dass ihr jetzt wichtige Entscheidungen für die Zukunft trefft, dass ihr da wichtige Vorbereitung trefft und ihr habt das Zukünftige schon im Kopf und auch einen guten Sinn für natürliche Wachstumsprozesse. Das ist auch eine sehr schöne Frühlingskarte, ne? Ihr steigt auch ziemlich auf den Frühling ein, auf die Energien davon. Und ja, und daher kommt auch dieser Bezug zu diesen natürlichen Wachstumsprozessen. Bei der Umsicht, bei den 8 Scheiben, arbeitet man quasi im metaphorischen Sinne an seinen Garten, ne? Dass man den Garten bestellt und alles vorbereitet, sodass später alles aufblühen kann. Genau so eine Energie ist das. Und das muss ja auch wohl überlegt sein, ne? Also man sagt ja nicht umsonst, was man sät, das erntet man. Das lässt sich hier auf diese Situation auch übertragen. Das ist auch eine schöne Karte an dieser Stelle. Ja, wir haben hier die Prinzessin der Scheiben in euren Unterbewusstsein. Ja, und die Prinzessin der Scheiben ist eine Personenkarte, eine Person der Erde und ihr seid auch eine Person der Erde. Also entspricht diese Karte schon eurer Persönlichkeit und zwar auf eine verjüngte Art und Weise. Eine frische, neue, unerfahrene Energie. Also ich könnte mir vorstellen, dass ihr zum Ende dieser Dekade wirklich sehr zu euch selber kommt, zu eurer Energie, dass ihr euch gut selbst verwirklichen könnt und dass ihr auch euch ein bisschen befreiter, ein bisschen entlasteter fühlt, mit weniger Verantwortung. Das spricht auch dafür, dass das hier mit dem Untergang für gewisse Verpflichtungen, die ihr eingegangen seid, steht, dass ihr euch von diesen Verpflichtungen befreit und ja, dann im Resultat euch ein bisschen befreiter fühlt, ein bisschen entlasteter und eben dadurch einfach jünger, ne? Die Prinzessin der Scheiben ist halt schon eher jung. Vielleicht, ja, werdet ihr euch auch selber ein bisschen verjüngt fühlen. Auf jeden Fall ist es auch ein Hinweis darauf, dass ihr euch im Endeffekt selbst verwirklichen könnt. Es könnte natürlich auch sein, dass ihr auch einen Menschen an eurer Seite habt, der auch ein Erdzeichen ist, der euch sehr ähnlich ist und euch auf diesem Weg begleitet.
Auch eine Jungfrau oder Stier oder Steinbock. Aber primär sehe ich tatsächlich euch in dieser Karte. Die Vollendung auf emotionaler Ebene. Ja, die 10 Kelche an dieser Stelle bedeuten diese Vollständigkeit, die du hier spürst, dass die einerseits auch eine Weile anhalten wird, dieses vollständige Gefühl, und dass du dann auch lernst, es immer besser, immer mehr zu genießen, die positiven Aspekte davon zu sehen. Ja, also dass du die positiven Aspekte stärker siehst und sie auch genießen kannst und halt auch positive Konsequenzen, positive Folgen sich daraus ergeben, dass es zum Beispiel Momente gibt, in denen du mit deiner Umgebung sehr in Einklang bist. Diese Karte heißt auch oft, ne, die Feste feiern, wie sie fallen. Ne? Vielleicht können sich auch schöne, gesellige Momente ergeben. Aufgrund dieser Vollständigkeit. Ne, auch wenn du hier ernsthaft am Nachdenken bist und hier alles so aussortierst und analysierst. Ja, solltest du die Dinge, die gut laufen, die du auf die Gutlauf-Seite sortierst, wirklich auch auskosten und genießen und emotional annehmen. Ja, da ist nämlich sehr viel Reichhaltiges in deiner Umgebung. Viel, was wertzuschätzen ist. Oh ja, voll schön. Ja, und das weißt du auch, dass da sehr viel ist, was wertzuschätzen ist. Und du hast auch ein ganz gesundes Selbstwertgefühl und wenn du jemanden hast, wenn du in einer Beziehung bist und du entschlossen hast, dass du diese Beziehung weiterführen möchtest, dann ist diese Beziehung wirklich sehr harmonisch, wirklich überaus. Wenn du in keiner Beziehung bist, dann empfindest du auch, empfindest du auch Erfüllung in dir selbst, ne? Dass du dich gerade sehr positiv annehmen kannst. Was einfach auch eine total schöne Voraussetzung ist für eine neue Beziehung, ne? Vielleicht einen neuen Menschen, der dir sehr ähnlich ist, den du dann anziehen wirst. Ja, und überhaupt in beiden Fällen auch in Bezug auf anderen Menschen, ne? Also gibt's halt doch sehr viele wunderschöne Momente. Und ich glaube, das könnt ihr besonders, besonders klar erkennen in dieser Zeit.
Ah ja, sehr schön, ja. Ja, hier zeigt sich die Kaiserin, ist auch eine Widerspiegelung von den 8 der Scheiben. Diese Karten sind sich sehr ähnlich. Es deutet hier auf eine feste, stabile Verbindung hin, ne? Mit viel Zukunftsperspektive. Auch bei der Kaiserin kümmert man sich um den Garten, ne? Denkt, hat einen Sinn für natürliche Wachstumsprozesse und leitet instinktiv die richtigen Schritte ein dahin, ne? Das für einen Zustand, der dann sich später wunderschön entfalten kann. Und ja, und hier geht es halt viel um liebevolle Themen wie Familie, langfristige Beziehungen und auch ein liebevoller Umgang im Beruf, ne? Das auch, ein familiärer Umgang im Beruf, das könnte dann für den einen oder anderen auch wichtig sein. Dass ihr da die richtigen Weichen stellt dafür. Und eure Umgebung auch diesbezüglich euch unterstützt, auf eurer Seite ist. Deswegen spricht hier viel für eine Langzeitbeziehung, die sich jetzt aufbaut, die sich jetzt intensiviert. Und für diese Langzeitbeziehung müssen jetzt wichtige Entscheidungen getroffen werden, ne, die halt den weiteren Verlauf nachhaltig beeinflussen. Ich sehe hier halt auch sehr viel Einigkeit mit dieser Person, ne? Wenn ihr jetzt schon wisst, wer das ist, dann seid ihr euch da auch in euren Zielen und Vorstellungen sehr einig und habt ein sehr harmonisches Verhältnis aktuell. Es ist auch wirklich, dass für diejenigen, die jetzt nicht in einer Partnerschaft sind, wirklich sehe ich halt tatsächlich eine neue Person, diese Erdperson auf euch zukommen im Laufe dieser Dekade. Und das hat wirklich dann auch viel Potenzial. Ja, ihr traut eurem Glück manchmal gar nicht. Ja, ja, ihr seid da, ihr befürchtet, dass es sich als Illusion erweisen könnte. Es ist natürlich, ihr seid halt einfach ein vorsichtiger Mensch. Das gehört auch zu eurem Naturell. Es ist auch immer, es ist auch empfehlenswert, ein bisschen vorsichtig zu sein. Aber ich kann euch sagen, ihr könnt dieser Entwicklung vertrauen. Es wird sich nicht als Blase, als Luftschloss herausstellen, als Illusion, sondern ihr werdet dann erleben, dass es dann in der Zukunft eigentlich noch besser wird. Ja, aber diese Vorsicht vor so einer Illusion, die kann einen auch manchmal schützen, ne? Die schützt einen eben vor Enttäuschungen. Und wenn man das so im Hinterkopf habt, hat, dass es sein könnte, dann leitet man instinktiv auch die richtigen Schritte ein, damit diese Enttäuschung sich überhaupt gar nicht erst einstellt. Ja, deswegen, es ist gar nicht so dumm, vorsichtig zu sein, aber ich kann euch sagen, es gibt eigentlich keinen Grund zur Vorsicht. Die Karten, die Energien sind sehr gut. Aber vielleicht auch gerade deswegen, weil ihr so vorsichtig seid und genau die richtigen Entscheidungen trefft und auch gründlich darüber nachdenkt. Damit schützt ihr euch selber vor Illusionen, ne? Und das ist eine positive Eigenschaft. Ihr handelt sehr
verantwortungsbewusst, ne? Euch selbst gegenüber und eurer Umgebung. Ah, okay. Jetzt haben wir hier eine Prinzessin der Stäbe. Zwei Prinzessinnen, zwei zukunftsweisende Karten. Die Prinzessin der Scheiben entspricht ja eurem Naturell. Die Prinzessin der Stäbe eher nicht. Entspricht dem Feuer Naturell, aber ist auch ein Hinweis auf den Tiger, ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass diese Karte, diese beiden Karten sich auf euch beziehen. Dann, das ist vielfältig interpretierbar mit den Personenkarten, aber dann ist es halt so, das ist so eine Bestätigung von dem, was ich vorhin gemeint habe, ne? Dass wenn ihr euch, wenn sobald ihr gründlich nachgedacht habt und zu festen Schlüssen gekommen seid, von denen ihr überzeugt seid, dass ihr zum Ende der Dekade in eine sehr kraftvolle, energetisierte Energie kommt, wo ihr ja, mit Tatkraft voll und ganz dabei seid, mit vollen Herzen eine Sache umzusetzen und auf ein Ziel hinzuarbeiten. Vielleicht halt auch, ja, auch euch aktiver einfach als sonst dann zeigt, auch Abenteuer und risikofreudiger als sonst. Es könnte aber auch ein Hinweis sein, dass ihr genauso eine Person kennenlernt, ne? Vielleicht eine Person, eine Kombination aus diesen beiden Personen, das wäre dann Widder oder Stier. Vielleicht lernt ihr so einen Menschen kennen oder habt bereits diesen Menschen in eurer Umgebung. Dann findet eine starke Annäherung statt oder erneute Annäherung. Das könnte sich auch um eine längere Beziehung handeln und dann erlebt ihr neue Impulse gemeinsam und eine starke Annäherung bis zum 31.03. Ja, oder eben eine neue Person oder komplett ein Feuerzeichen, ne? Und dann ist das hier ein Paar, dann seid ihr die Prinzessin der Scheiben und die andere Person die Prinzessin der Stäbe. Das wäre dann Schütze, Widder oder Löwe. Muss aber nicht unbedingt, ne? Also letztendlich kann diese Person auch für eine Person stehen, die mehr Leidenschaft, mehr Temperament, mehr Feuer hat, ein bisschen kopfloser ist vielleicht auch und lauter vor allem als ihr selbst. Ich sehe hier auf jeden Fall, dass ihr am Ende der Dekade euch sehr verwirklichen könnt, ne, als Person. Und auch hier wieder diesen Verjüngungseffekt, dass ihr auch ein bisschen unerfahrener, unvoreingenommener, freier auf die Dinge zugehen werdet, euch etwas entlastet fühlen werdet, nachdem ihr diese Vorarbeit geleistet habt. Ja, und dann halt in so eine tatkräftige, aufregende Energie kommt. Und das vielleicht mit jemandem zusammen, ne? Das könnte wirklich sehr gut sein. Ah, wunderschön. Ja, zeig dein wahres Ich. Ja, das ist ja sehr passend. Zeig dein wahres Ich, ne? Los geht's. Aber erstmal vorher gründlich drüber nachdenken. Ja, das ist ja auch deine wahre Natur. Ne? Das ist gründlich darüber nachdenken, das ist einfach ein ganz wichtiger Wesensaspekt von dir und du solltest dir dafür auf jeden Fall genug Zeit geben, weil das wird sehr erfolgreich. Es ist zielführend, worüber du da nachdenkst. Huch. Und Greta Thunberg, ich glaube, sie ist Steinbock. Ist auch ein Erdzeichen. Greta Thunberg möchte den Ratschlag geben, eine einfache Aktion kann der beste Weg sein, ein komplexes Problem zu lösen. Ja, dazu, was diese einfache Aktion sein könnte, ja, das ist irgendwie ziemlich
passender Kommentar, weil diese einfache Aktion sein könnte, du wirst es am Ende der Dekade wissen und es sofort umsetzen. Und es könnte tatsächlich ein komplexes Problem in deinem Leben lösen. Ja, diejenige wagt, gewinnt. Ja, das ist halt die Energie zum Ende der Dekade. Macht die Wissenschaft zum Vorboten unserer Zukunft. Ja, dafür braucht man auch viel Aktion. Ja, liebe Jungfrau, ich wünsche dir eine wunderschöne Dekade, einen schönen Frühlingsanfang und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da oder abonniert meinen Kanal, wenn ihr das nicht bereits schon getan habt. Ich freue mich auf jeden Fall auch sehr über eure Kommentare und wenn ihr noch weitere persönliche Fragen habt oder ihr vielleicht in einer besonderen Lebenssituation seid, dann könnt ihr auch sehr gerne eine individuelle Kartenlegung bei mir bestellen. Auf meinem Etsy-Shop, der Link befindet sich in der Videobeschreibung, könnt ihr ein Video so wie dieses persönlich auf euch zugeschnitten bestellen. Die Videos haben eine Länge von 10, 20 oder 30 Minuten. Schaut einfach mal vorbei. Ich freue mich auf euch. Von Herzen alles Gute und bis bald.